Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Raft zusammen mit Matze. Servus. Hallihallo. Ja. Ich werde noch bekloppt. Wird noch bekloppt. Ja, da sind wir doch schon längst, oder? Also über den Status sind wir doch schon raus. Meinst du? So, ja, total. Also, letztes Mal haben wir... eigentlich sind wir wirklich ganz gut vorangekommen. Ich meine, schau mal, hier drüben entsteht wirklich quasi noch... Man kriegt hier aber auch nichts gegönnt, oder? Da kommt man jetzt aber auch echt nur noch schwer dran, wenn er da hinten rein beißt. Ja. Also, egal. Da sollte man nochmal nachdenken. Ja, dann bauen wir die Betten halt demnächst woanders hin. Können wir hier diese Palme fällen? Ja, ne? Ja, sieht so aus. Nee. Dann ist noch nicht reif. Und hier ist jemand am Vertrocknen. Und das ist nicht die Palme? Nein. Gut. Möwe? Haus weg. Oh, die ist lang böse. Ach Mann, ich hab doch einen Bogen. Das wollte ich doch die ganze Zeit schon machen. Finde ich sowieso eine Frechheit, dass du einen Bogen hast. Bau dir doch einen. Hähnchenkeulen auf dem Grill und kein Holz. Also es ist irgendwie nur noch die ganze Zeit was zu tun hier, gell? So. Ja, ja, ja. Nichts mehr mit Urlaub. Es ist halt auch die Frage, ob man, ne, sich so ein bisschen aufteilt nach dem Motto, einer... Ist doch reif, egal. Einer kümmert sich um die... Vielleicht ist sie es jetzt. Die ist gerade noch mal gewachsen. Man kann dazu geholt. So. Zack. Und, ein Schluck Wasser. Hammer nicht. Hammer, doch, Hammer. Es ist wirklich viel zu tun. Kann man anders nicht sagen. Es ist wirklich viel zu tun. So, haben wir jetzt hier mal Wasser drin? Ja. Was können wir denn hier jetzt noch anpflanzen? Wir haben doch hier noch... noch dreimal Platz. Mango geht doch bestimmt da rein noch, oder? Nee, die kleine nicht. Da geht nur Ananas rein und Wassermelone. Und ich weiß nicht, Ananas könnte man haben. Blauer Samen, roter, schwarzer, weißer und Mango. Sonst haben wir da oben nix? Nö. Später. Aber ich dachte... Warte mal, hier sind da noch andere Kisten, aber da war es nicht drin, gell? Nee. Doch vorhin mehr gesehen, wo habe ich mal geguckt? Nur noch Planken? Fast keine mehr, warum? Ja, weil ich gerne nochmal eine Reihe außen anbauen würde. Nee, dafür dass der Hai nicht direkt in unser Haus beißt. Sondern nach Möglichkeit halt erstmal noch eine Reihe zwischen uns und dem Hai ist. Und wieder, die Möwe. Aus ist weg. Das ist unsere Wassermelone. Ich habe schon wieder nicht an den Bogen gedacht. Ja, nee. Ach, du, hier, wir haben noch ein paar Folgen. Matze wird da bestimmt noch dran denken. Das wird noch. Achso, ja, das war überflüssig. So, und dann können wir da dann auch wieder neue Dings dran machen. Neue Netze. Wenn du da Zeit zu findest, kannst du dich mal um Netze kümmern. Noch ein Netze? Paar. Ja. Netze. Sammelnetze. Sammelnetze. Planke, Seil und Nägel. Geht schon gut los. Ja, Planke, ne? Gerüchten zufolge ist das unser Problem. Ach was. Die Nägel sind es noch nicht mal. Nee, die Nägel sind es wahrlich nicht. Die haben wir, also Schrott haben wir wirklich ganz gut. Durchs Tauchen allein schon wieder. Aber in der Tat, ja, keine Planken. Ups. Kann das sein, dass der Herr da ein bisschen zu viel verbaut hat von unserem guten Material?
Ne, was heißt denn zu viel verbaut? Wir wollen doch ein schönes, fahrendes Haus. Ja. Naja, und da muss man auch dann halt viel verbauen. Sonst ist es ja auch nicht schön. Oh. Weiter weg als gedacht. Kacke. Ech, alles nur keine Planken. Nö! Hau ab! Blödvieh! Penner! Oh, er ist tot. Gut. Mein Speer. Ah, jetzt kaputt. Weiß ich auch, wie der Bogen funktioniert. Jetzt, wo die Möwe unsere letzte Melone gefressen hat. Naja, egal. Melonen sind zwar nice, aber wir haben, glaube ich, das Letzte, was wir haben, ist momentan Hunger und ja. Durstproblem. Aber so richtig Holz kommt ja auch nicht ran, gell? Nee, so viel nicht. Aber es geht. Ich habe jetzt außen schon mal wieder eine Reihe dran gleich. Oh, da kommen zwei Fässer. Zip. Haha. Nee. So, dann mache ich Schleppnetze weiter, ja? Versuch's, genau. Nö, reicht das Seil nicht. Ach, weißt du was? Mach doch deinen Scheiß alleine. Echt jetzt. Fehlt mir jetzt Plaste. Ja, davon haben wir aber wirklich auf Lager. Schauen wir mal, irgendwo einen Trappi hier haben, der rumtreibt. So. Naja, also. Will ja nichts sagen, aber wir hätten echt schon mal mehr Plastik. Wo hätte Knädame denn gerne ihr Sammelnetz in Nexus? Knädame? Schau nochmal auf den Charakter, wer welchen hat. Ach so. Nur so. Ah, da war ja was. Du musst mal hier das. Ich muss mal gar nichts. Jetzt beantworte erstmal meine Frage. Ja. Keine Ahnung. Also da, wo ich jetzt die Hütte gebaut habe, dahinter baue ich ja jetzt noch eine Reihe. Wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir die Teile, wie wir diese Fangnetze jetzt geschickt dann verteilen. Aber ich würde das einfach immer wieder mittendrin welche platzieren, halt auch so kreuz und quer. So. Ich meine, irgendwann einmal können wir diesen Ding tatsächlich sowas geben, wie ein Konzept. Aber dazu müssten wir erstmal schauen, was wir noch so bauen. Also die Kokosnüsse geben viel zu wenig Nahrung. Das ist schon sehr bitter. Floß. Oh, schön. Wo? Ich mach schon. Ah, da. Bist du oben am... Ja. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Wo ist es denn? Ach da, immer noch so weit weg. So ein bisschen paddeln, du hast ja noch so ein Ding, glaube ich, ne? Ja, wir haben es doch gleich, oder? Ich weiß es nicht. Es wirkt gerade so, als käme man nicht sehr viel näher, aber
Dann paddel ich. Das Paddel ist besser als das Segel. Finde ich auch, ehrlich gesagt, immer wieder. Aber das dürfen wir nicht so laut sagen. Das Paddel ist besser als das Segel. Ja, ich... Das halten wir aber geheim. Also für so kleine Korrekturen auf jeden Fall. Gehst du rüber oder soll ich? Ich will jetzt. Wenn ich jetzt schon die Drecksarbeit mache. Oh, Metall, wow. Erz, Bolzen. Matze? Ja. Matze? Hallo? Du treibst ab. Ich bin doch Abtreibungsgegner. Komm, zum Floß. Ach Gott. Ach, da. Matze! Hier drüben. Ja. Wollte mich doch gerade mit dem Hai noch Trink, anlegen. Ja. Jo. Apropos herrlich, ist auch wieder dieser Sonnenuntergang. Er ist gewesen. So schön. Wollte ich gerade sagen, aber wie, wo? Haben wir hier unterschiedliche Zeitzonen? Ich finde das ein bisschen schade, dass man nichts reparieren kann hier. Oh, die sind noch nicht reif. Okay, noch nichts reif. Könnte langsam eine neue Axt gebrauchen. Sowohl das als auch ganz dringend einen neuen Speer. Deshalb brauche ich 8 Holz. Wenn du noch hast, nehme ich gerne. Lege ich in die Kiste. Na, sehr schön. Sehr gut. Oh, Wasser. Wasser ist leer. Gut. So, ich schmelze mal hier weiter ein. Ja, mach das. Dann gehe ich mal Farben erforschen. Mal gucken. Gerade mal ein bisschen Zeit. Das hier, die hier. Was ist das da? Nehme ich auch mal die Samen. Vielleicht können wir denen auch noch irgendwas erforschen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Oh, halt. So. Ja, was denn? Ist okay. Was heißt denn hier ist okay? Naja, ich lerne jetzt mal eine Sauerstoffflasche, ne? Oh, hi. Bin noch da. Okay, eine Sauerstoffflasche, da kommt ein Fass an uns vorbei. Oh, was denn noch alles? Was ein Stress hier. Oh. Hier, guck mal, hier liegt Schrott. Kannst du den gerade mal aufnehmen? Hier ist noch ein Fass. Moment. Ja, und da, hier liegt Schrott. Ich hatte volles Inventar. So, dann können wir lernen. Ein Fernglas. Dann... Hier. Oh. Wir haben viel zu lange nicht mehr geforscht, weißt du das? Oh, ich habe vorhin geforscht, da war nichts. Das gibt wieder ganz böse. Das gibt. Ja, du hattest aber nicht die Sachen im Inventar. Vielleicht nicht, nein. Gibt wieder ganz böse Kommentare. Was denn? So, Vogelnest lernen wir. Naja, dass wir nicht geforscht haben, meine ich. Ach so, ja. Interaktion, sage ich. Palmblatt, Planke und nochmal Riesenmuschel. Ach, das ist ja gelernt. Ja, uns fehlt jetzt nur noch die Antenne. Dafür müssten wir einmal eine Leiterplatte herstellen. Für eine Leiterplatte braucht man... Kunststoff, Kupferbarren und diesen Klipper. Haben wir schon Kupferbarren? Ich habe Kupfer gerade im Inventar, kann ich einschmelzen. Aber Kupferbarren ist sogar auch schon fertig. Wir könnten mal so ein
Leiter noch herstellen. Dann mach das doch. Ja, mache ich gleich. Ich muss mein Inventar noch mal ein bisschen ausleeren. Und dann. Warte mal, ich schaue jetzt noch mal eins. Nee, da geht nichts zu erforschen. Okay. Klipper, so, eine Leiterplatte. Dann gehen wir mit der mal erforschen. Dann haben wir die Antenne und den Empfänger. Ich habe die Errungenschaft Bookworm freigeschaltet. Ja, Bücherwurm, wir haben alles gelernt. Ich glaube, also zumindest ist jetzt in der Liste nichts mehr, was wir nicht gelernt hätten. Okay, das ist ja schon mal schön. Schon schade. Hast du deine Netze schon aufgebaut? Eins. Soll ich noch weitere bauen? Immer weiter, immer weiter. So, ganz kurz mal gucken. Dann schauen wir mal, ob wir mal so eine Sauerstoffflasche und oder ob wir so ein Empfangsding da bauen können. Das wäre schon cool. Werden wir dann gerettet? Wahrscheinlich. Ich vermute schon. Also ich vermute schon, dass das irgendwie so dann in Richtung Spielende geht. Und hat das Drama mit uns beiden auf einem Floß gefangen. Das endlich ein Ende. Das wäre doch eine Wohltat. Ja. Warum habe ich jetzt keine Flasche mehr? Die beim Forschen draufgegangen. Die Frage kann ich dir so nicht beantworten. Nö. Du hast nicht zufällig zwei im Inventar oder so, dass das irgendwie... Flasche, nein. Eich, oder? Nee. Ach, wir sind gegen eine Insel gerammt. Ich lass den Anker mal runter, ne? Ja, wenn es doch gerade so passt. Wo denn? Ach so, da. Ich laufe da schon die ganze Zeit dran vorbei. Ja, was ist mit meiner Flasche passiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Oben noch mal gucken, ob ich die aus Versehen da reingelegt habe. Ja, ich baue mir dann noch mal eine. Die waren gar nicht so billig. Ja, ich weiß, aber irgendwie ist sie weg. Ich baue mir mal eine neue Axt. Ein Vogelnest kann man bauen, weißt du das schon? Dafür ja. Braucht man eine Riesenmuschel. Ja, ja, ja. Ich habe das ja eben gerade erforscht, das Vogelnest. Dann Ach wollte so. Ich mich jetzt ans Dings machen, so das, was wir gerade erforscht haben, machen. Und aber ist mir eingefallen, für zum Beispiel die Sauerstoffflasche bräuchte man zum Beispiel eine Trinkflasche. Und dabei ist mir dann aufgefallen, hi. Wo? Mittendrin. Warum? Weil er es kann. Ja, soll ich tauchen gehen? Mach nur, nur zu. Ich baue hier noch ein bisschen Haus. Aber wir haben jetzt keinen Haiköder, ich mach das trotzdem einfach so. Wird doch mal schief gehen, oder? Klar. Wo ist denn hier? Da ist die Insel. Tauchen wir jetzt nur nach Metall und so einem Kram. Und Palmen. Genau. Palmen wären gut. Nee, aber Dings wäre gut, in der Tat. Was? Wenn wir unten nochmal so einen Frack finden würden. Seil, Bolzen.
Ich finde erstmal der Hai. Und der Sauerstoffnotstand. Das war ja jetzt richtig erfolgreich. Hast du noch Planken im Inventar? Aua! 5. Ah, erschreck mich doch nicht so. Das ist gut. Tu sie mal in die Kiste, bitte. Ja. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Jetzt fehlt Wasser. Schon wieder der Hai. Ohne Köder kann ich da nichts machen gerade. Ach, der ist so schlimm fertig? Ja. Okay. Ja, ich bin mit dem Leben ganz weit unten. Oh, Makrele, das war ja schon mal nix, ne? Oh, geht das am Ende noch mit dem Haus? Da kommen wir aber nicht mehr so gut durch. Mal hier machen. Das ist gut. Hier geht's. Müssen wir nochmal weiter anbauen hier. Muss das immer weiter vergrößern. Alles vergrößern. Immer weiter. Das klingt ein bisschen besessen, aber ist auch okay. Größer werden, größer. Bau mir dann jetzt hier aber auch gleich mal so eine Sauerstoffflasche, ne? Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Ich denke mal, so eine Taucherausrüstung sollten wir haben. Seebrasse und Hering brauche ich. Da kann ich ja noch länger arbeiten. Permanent mit irgendeinem Müll zugeladen. Ich auch. Du hast andauernd Zeug im Inventar und keinen Platz mehr für nix. Ja, das ist so nervig. Ein alter Schuh, na toll. Soll ich mal mitangeln, dass das ein bisschen flotter geht? Ja, das wäre gut. Och, immer nur die falschen Fische hier. Hui. Spannendes Angelabenteuer mit Matze. Toll, ne? Ja, nee, super. Ein großes Hallo für die ganze Familie. Kann ich den Schuh rausschmeißen? Ja. Ist das hier so ein Anbauschuh da, oder wie? Ja, haben wir jetzt genug. Lachs. Wobei wir natürlich auch so... Tschüss. Warte mal, hast du denn jetzt... Das ist er gerade weg. Eigentlich. Man hätte auch so ein paar alte Schuhe... Warte, ich habe ihn noch wieder aufgenommen. Hast du ihn? Das ist gut. Kann man den ins Bett stellen, weißt du, finde ich eigentlich schon ganz geckig. Wir müssen ja auch schön bauen mal. Genau, es geht ja hier auch nur um Deko. Ja, ja. Welt, das ist doch nervig. Alle Fische der Weltmeere, nur nicht das, was ich brauche. Lachs ist das nervig. Ja. Also, ich habe Makrele. Kannst du mal Planken auf den Grill legen? Buntbarsch und, ja, ich habe nicht mehr viele Blanken, also. Moment. Aber du musst den doch gar nicht grillen. Nö, aber ich mach's halt gerade nebenbei. Ja, aber warum legst du das, was, hier ist doch eine Makrele drauf, die brauchst du doch zum Hering. Bauen. Hering? Keine Makrele? Hering und Seebrasse.
Oh, hi. Ne, Mistviech. Ja, jetzt habe ich dann auch nicht mehr genug. Naja. Du darfst das nicht alles verbauen. Ein bisschen was muss übrig bleiben. Ja, ich habe jetzt nur hier noch ein drittes, damit wir eben wieder mehr Holz haben, habe ich endlich mal eine dritte Plantage gebaut. Das ist doch mal sinnvoll. Hätte man schon viel früher machen müssen, ja. Naja gut, wir hatten auch nicht wirklich viel Platz, oder? Doch. Ja, doch, wäre gegangen. Wels, ich kotz gleich. Ich habe noch einen Lachs gefunden. Wels. Makrele, kein Hering. Dass die Haie aber auch so wählerisch sind. Ich meine, hallo, Lachs. Mh, lecker Schmecker. Ne, also, verstehe ich auch nicht. Makrele habe ich. Brauchst du Makrele? Nein. Was war's? Hering. Hering und Hering? Die Seebratze. Seebratze, die Seematze. Okay. Ja, also Barsch könnte ich wieder anbieten. Also ich glaube, da gibt's das nicht. Ich glaube, wir müssen weiter segeln. Wir kommen hier nicht, gell? Also zumindest, oder es ist halt, ich habe letztes Mal ja auch schon, oder das war letztes Mal, letzte Aufnahmesession, ja, habe ich auch schon den Verdacht geäußert, dass man mit der guten Angel besseres Zeug fängt und damit dieses Billigkram. Brauchen wir nochmal so eine Drecksangel? Ja, fürchte ich fast. Dann baue ich mir jetzt so eine Drecksangel nochmal. Ja, dann hast du aber wieder Holz verschwendet, ne? Wir haben gar kein Holz, also baue ich mir gar keine Drecksangel. So ist es. Super, machen wir das in der nächsten Folge, hm? Ja, das können wir alles machen. Das läuft ja wieder wie am Schnürchen hier. Ja. Ja, nee. Mal raus, oh ja, komm, dann macht das hier jetzt alles keinen Sinn mehr heute. Kann man hier mal reinmachen? Nee, heute. Nee, das macht keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn mehr. Ich höre jetzt auf. Ja. Tschüss. Was? Nee, also es gibt ein bisschen ordentlicher, oder? Was? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ja. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr über ganz tolle Kommentare. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben. Ja. Immer diese Aktionsaufforderungen. Geht ja nicht so drauf. Jo, dann lasst es einfach. Ja, nee, wem es gefällt, ne, der kann ja was machen. Genau, tschüss. Aber muss ja nicht bei jedem Video... Nee. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.